Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute über das Thema Jadon Sancho und Ian Maddison zum BVB, also die Rückkehr von Jadon Sancho über den BVB ein bisschen erklären, und es gibt ein paar Infos und zum Transfer von Ian Maddison. Im Hintergrund seht ihr eine Fortnite-Runde, die ich vorher gespielt habe und ich die dann hinzugefügt habe. So, also, in den letzten Tagen und Monaten kam das Gerücht, Jadon Sancho zum BVB zurück. Ja oder nein? Also, bis jetzt steht schon mal fest. Also, BVB möchte Sancho haben. Und Sancho möchte zurück zum BVB gehen. Aber jetzt ist die Frage, was sagt Ten Hag und Manchester United dazu, dass er diesen Verein verlassen möchte? Also es wurde in letzter Zeit sehr viel gerüchtet. Ja, er kommt nicht zum BVB, es wird keine Rückkehr geben. Und er würde niemals zum BVB zurückkehren. Aber das stimmt nicht. Auf Twitter habe ich sehr viele neue Nachrichten und so gesehen, dass es eine mögliche Leihe für bis dieses halbe Jahr, bis diese Saison zu Ende ist. Aber jetzt stellt sich halt die Frage, ob das Ganze fake ist oder nicht fake ist. Und ich kann euch sagen, das Ganze ist nicht fake. Denn es wurde auch schon von dem Kanal auf Twitter BVB News Vlogs bestätigt, dass er auf jeden Fall zurück zum BVB will, und BVB möchte ihn auch haben. Und das Ding ist jetzt nun, was sagt Ten Hag dazu? Also es soll halt jetzt sein, dass es eine Leihe bis zur Saisonende geht. Und das Ganze soll insgesamt so um die 3 Millionen kosten für den BVB. Und die ersten Infos könnt ihr auch gerne nachgucken. Zum Beispiel von Aro10 BVB-Trikot hat er auf seinem Kanal. Der hat auch ein paar Videos dazu, also ein paar Bilder dazu gemacht. Zum Thema, wie sieht es mit Sancho und dem BVB aus? Können Sie gerne mal gucken. Und der BVB-Kanal Vlogs, also BVB Vlogs, der Kanal, der hat auf Twitter auch schon gepostet, dass er auf jeden Fall zurück möchte und dass es kein Hindernis eigentlich mehr gibt, ihn in die Leihe zu holen. Aber doch, es gibt schon ein paar Hindernisse dafür, weil Ten Hag ist jetzt nicht so der Meinung, dass er ihn verkaufen möchte, sondern Ten Hag möchte ihn gerne behalten. Die Leihe wäre zwar okay, aber man weiß noch nicht, ob es eine Leihe mit Kaufangebot gibt oder nicht. Das ist noch nicht klar, aber es ist klar, dass Jadon Sancho zum BVB will und BVB will Jadon Sancho haben. Das heißt, wenn Ten Hag zustimmt und diese Leihe zulässt plus den Verkaufsbetrag, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Jadon Sancho zurück zum BVB kommt mit Kaufoptionen. Das heißt, dass BVB ihn vielleicht kaufen wird, wenn Ten Hag es natürlich zulässt. Aber es ist natürlich noch nicht bestätigt und alles, dass es dass halt alles so funktioniert, wie es funktionieren muss, natürlich. Aber jetzt ist halt die Frage, wann das Ganze passieren wird und vielleicht auch, ob es passieren wird. Denn man weiß nie, was Ten Hag sagen wird oder was halt komplett Manchester United, das ganze Team dazu sagen wird, dass Jadon Sancho den Verein vielleicht verlassen möchte. Also natürlich, er will diesen Verein verlassen. Das ist nämlich 100% klar, dass er das verlassen, also dass er Manchester United verlassen möchte. So, jetzt kommen wir zum Thema
Ian Maston. Der Linksverteidiger vom FC Chelsea hat sehr viele Angebote bekommen von ein paar Top-Clubs. Und BVB und er hat sich für den BVB entschieden. Was meiner Meinung nach sehr gut ist, daher ich ja auch BVB-Fan bin. So, und jetzt stellt sich halt die Frage, wie viel es sein muss, damit sie ihn kriegen. Und in den letzten Wochen wurde halt sehr darüber diskutiert, ja, ob kommt er oder kommt er nicht. Man weiß nicht, was Chelsea und so dazu sagt, dass man so ein Top-Talent schon so früh abgeben muss an einen anderen Top-Club, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihr seht. Aber wenn es zu diesem, wie heißt es, wenn es zu diesem Transfer kommen sollte und jetzt ist gerade noch Winterpause, dann denke ich mal, dass in der Rückrunde des BVBs alles wieder möglich ist, dass sie es schaffen, vielleicht wieder Meister zu werden, ist wie letztes Jahr machen, die Liga wieder verkacken, ne? Aber das wollen wir ja gar nicht alle hoffen, all die BVB-Fans und ja, weiß nicht, die ganzen anderen Fans aus anderen Ländern zum Beispiel, die denken natürlich auch darüber nach, dass Dortmund natürlich Meister werden soll. Zum Beispiel, es gibt keinen richtigen Verein. Zum Beispiel jetzt ein paar Vereine, die jünger, also die halt noch Talente haben, zum Beispiel, die in der Regionalliga spielen oder nicht mal Regionalliga spielen, dass die sich auch Gedanken darüber machen, wer Meister werden soll. Und die meisten haben letztes Jahr gesagt, ja, BVB wird's machen, aber dann haben sie es doch nicht gemacht. Wie wird's jetzt weiterlaufen mit den ganzen Sachen? Und das werde ich euch jetzt nochmal genau zusammenfassen. Also auf jeden Fall, Ian Maston ist ein sehr, sehr großes Thema. Und die Verhandlung mit ihnen läuft dermaßen auf die Zielgeraden zu. Das heißt, Ian Maston möchte auch zu Dortmund natürlich gehen, wenn er dieses Angebot schon angenommen hat oder eher gesagt FC Chelsea dieses Angebot angenommen hat. Und jetzt bleibt halt nur noch die Frage, wann wird es zu diesem Deal kommen oder wird es überhaupt zu diesem Deal kommen? Das weiß man ja natürlich noch gar nicht jetzt. Denn ich persönlich denke, dass es zu diesem Transfer kommen wird, weil ich denke, Chelsea ist so ein Verein, die nehmen das Geld schon gerne mal mit, weil bei denen läuft es gerade nicht so gut in der Liga. Und für die hoffe ich natürlich auch das Beste, nur wenn Ian Maston jetzt wirklich weggehen sollte vom FC Chelsea, was meiner Meinung nach auch sehr wahrscheinlich ist, da es auf Twitter wieder sehr, sehr viele Posts gab um das Thema herum. Wie wird es mit Ian Maston, Jadon Sancho und den ganzen anderen Themen laufen? Zum Beispiel Benzebaini. Premier League Clubs sind an Benzebaini dran. Benzebaini vielleicht vor einem Blitztransfer vom BVB, dass er nicht mehr da spielen wird beim BVB. Und ich denke zwar, wenn jetzt Ian Maston kommt, dass Benzebaini noch weiter da sein wird, denke ich mal. Aber das Ding ist halt, wenn jetzt Ian Maston da wäre und Rami Benzebaini nicht mehr spielen würde, dann denke ich, dass er zu diesem bestimmten Premier League Club gehen wird, was meiner Meinung nach sehr gut für ihn auch wäre, aber naja, es wäre auch schon sehr schade für uns, weil wir hatten ihn jetzt seit Anfang dieser Saison erst und das sind kaum 2 Monate gefühlt gewesen, 3 Monate. Also es wäre schon echt schade, wenn er jetzt so früh auch schon gehen würde. Aber das denke ich jetzt erstmal nicht, denn auf OneFootball könnt ihr auch sehr gerne gucken, wie es da aussieht, zum Beispiel mit den ganzen anderen
Und ja, dann kommen wir noch zu einem sehr emotionalen Thema, und zwar wie es halt weitergeht in der Champions League vom BVB. Und ja, ich denke, gegen Eindhoven haben wir noch die Chance zu gewinnen, aber dann im Viertelfinale denke ich mindestens, dass wir rausfliegen. Und in der Bundesliga habe ich noch so meine Hoffnungen, dass wir Meister werden. Und das hoffe ich natürlich auch weiterhin für den BVB. Und ja, also in der Champions League, wie gesagt, denke ich, im Viertelfinale ist Schluss für uns. Aber ja, im Halbfinale, also im Achtelfinale denke ich, es ist noch kein Schluss gegen PSV. PSV hat die letzten Spiele zwar alle gewonnen, ist auch so mit der Favorit in der Liga Eredivisie. Und ich denke, Dortmund hätte es schon verdient, mal wieder mindestens ins Halbfinale zu kommen. Denn es wäre mal wieder emotional und krass zu sehen, wenn Dortmund so weit kommen würde und zum Beispiel Bayern München oder Man City nicht so weit kommen. Genau da spreche ich auch für Real Madrid, wo ich denke, dass die auch wieder gut abschneiden werden. Aber wenn Man City wieder in die Quere kommt, dieses Jahr in die Fersen von in die Fersen von Real Madrid, denke ich trotzdem, Real Madrid gewinnt das, denn Real Madrid ist eine sehr immense Mannschaft, die auch sehr, sehr viel Druck ausüben kann. Oder zum Beispiel, wenn es um die Champions League geht, sind sie immer so mit gut die Besten ausgestattet, denn ich denke, dieses Jahr wird es wieder Zeit, dass, und ich denke auch natürlich, dass Real Madrid wieder weiterkommt ins Finale. Aber ja, weil Man City ist gerade nicht so in Topform. Die sind in der Premier League auch kein Erster. Und da würde ich es schon Arsenal mehr zutrauen, dass die das gewinnen, natürlich. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Video, was ich alles sagen wollte zum Thema BVB, der Champions League und so weiter und so fort. Ich denke, es werden noch ein paar andere Sachen über das Thema Jadon Sancho und Ian Marston kommen, wenn es so gut wie beschädigt ist, dass es so kommen wird, wie wir es alle befürchten, dass Ian Marston und Jadon Sancho beide zum BVB, also erstmal Jadon Sancho wieder zurückkehrt zum BVB, was auch sehr wahrscheinlich ist. Aber ich denke natürlich auch daran, dass Ian Marston natürlich auch zu uns kommen wird, und das würde uns auch dermaßen wieder helfen. Denn tut mir leid, letztes Jahr haben wir auch dank Brand und Adeyemi so gut aufgeholt. Denn Brand und Adeyemi waren wie zwei Brüder. Die haben sich verstanden wie Engel und noch ein anderer Engel. Das ist echt sehr, sehr krass gewesen. Wie heißt der? Julian Brandt und Karim Adeyemi. Das waren wie wenn Suarez und Messi zusammengespielt hätten. Da denke ich, dass es genauso wäre wie das. Und ich glaube halt fest daran, dass Dortmund diese Saison wieder ein bisschen Leistung aufs Tacho bringt. Ja, in der Hinrunde lief es jetzt nicht so gut für den BVB, aber ich denke, dass es diese Saison wieder vorangeht, wie letztes Jahr in der Rückrunde.
Und das ist sehr wichtig, dass alle BVB-Fans daran glauben, was ich denke, dass die meisten das auch machen. Denn zum Beispiel, wenn du die Süd siehst, du kriegst Gänsehaut pur, wenn du im Stadion siehst, wenn du die nochmal live erlebst, du kriegst Gänsehaut wie sonst was. Ja, ich nehme das Ganze gerade um 4:05 Uhr auf. Es ist auch sehr spät. Daher bin ich auch ein bisschen verwirrt, denke ich. Und ja, wenn es noch mehr zu diesem Thema gibt oder wenn ihr noch ein paar Fragen habt, fragt mich die gerne. Und ja, dann kommen wir nochmal zurück zum Thema Jadon Sancho, denn auf Twitter könnt ihr gerne nochmal nachgucken, wie es da aussieht mit Elon Musk plus Jadon Sancho, die Rückkehr naht mit den ganzen Sachen. Jadon Sancho hat in der BVB-Karriere, also in den ganzen BVB-Spielen, 137 Spiele absolviert, davon 50 Tore und 67 Assists gemacht. Was damals Bombe-Legendenstatus war schon, sogar, weil es natürlich dem BVB geholfen hat und so. Und daher denke ich, wenn Jadon Sancho wiederkommen sollte zum BVB, das wäre ein sehr großer Unterschied ohne ihn. Denn ohne ihn haben wir, man hat selber gemerkt, dass wenn wir ohne diesen Mann spielen, wir wie 10 Männer auf dem Platz sind. Und das, denke ich halt, wäre sehr, sehr, sehr gut, mit ihm wieder zu spielen. Daher würde ich mir auch es sehr dolle, dolle wünschen, dass er wieder zum BVB kommt. Und ja, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich mal von diesem Video. Ich werde das Dings im Hintergrund weiter laufen lassen. Die Dingsrunde. Wer ist die Fortnite-Runde? Und ja, das war's von mir. Falls ihr ein paar Fragen habt, wie gesagt, fragt mich in den Kommentaren. Und wie gesagt, jetzt seht ihr noch mal das Video, wie das geht, das Fortnite-Video im Hintergrund. Wir sehen uns und dann von mir schon mal ciao.